bereiten uns auf ein Video vor. Also Jens sieht gerade übelst scheiße aus. Übrigens, er kommt wieder im Video vor. Er ist auch in dem Video, hallo, zu sehen, was die meisten Aufrufe hat. Genau, als Typ, der umgebracht wird am Anfang mit diesem schwarzen Ninja-Anzug. Das Assassin's Creed Video von Liga. Ich arbeite übrigens gerade mit Stativ. Wow, voll professionell. Ja, ich bin ein Professor. Oh. Jetzt sagt uns doch mal, dass das gar nicht so übel aussieht, wenn er jetzt mal seine Kapuze aufsetzt. Guck mal, wie der Opa lieb ist zum Enkelchen, also wer jetzt die Story von Assassin's Creed kennt. Lass uns hier noch irgendwie. Ach nee, das muss festgemacht werden, Leute. Scheiße, Leute. Leute! Boah, Alter, bin ich das oder du? Wer hier so riecht, Alter. Also im Endeffekt, ach, das Kostüm stinkt ja übelst. Im Endeffekt bin beides ich, was hier riecht. Ja. Ja. Das andere ist ein Jahr. Ich zoome mal eben, an das Leder, in den Ärmel, der innen drin ziemlich nass wird durch dieses Leder hier. Das macht es aber nicht besser, dass das sein Schweiß ist. Hier, die haben wir noch die Schönheit der Kapuze, die einfach mal übelst hässlich ist. Guck mal nach unten, Jens. Vor allem, du beleidigst dich selber eigentlich gerade, ne? Naja, ich weiß doch. Aber hier, jetzt kommt die Verbesserung, denn, boah, die Kapuze, Alter, hier ist viel ich besser. Ich glaube echt, das ist das Kostüm, was hier so richtig beißend riecht. Ja, das ist das. Das war ja auch die ganze Zeit. Oh. Also irgendwie hat es auch was Schönes. Ja, Erinnerung. Echt übelst. Was ist denn hier? Tritt doch mal her, die Fans wollen das sehen. Nee, die sollen von hinten gucken. Von hinten, ja, sieht das Kostüm viel besser aus. Hier haben wir nochmal den durchgängigen Gürtel, der wirklich durchgängig ist, durch diese Sicherheitsnadeln hier. Also durchgängig. Die Leute erstmal, wie ran sich das. Durchgängiger denn je. Also im neuen Kostüm ist das nochmal ein bisschen besser. Kann man mal vergleichen. Vor allem, was ist das denn? Die Berlin-Leute wollten das ja uns abkaufen, ne? Für wie viel? Und Unternehmen 100? Also für das würde ich sagen 80 und für das würde ich sagen. Bisschen mehr als 80. Das meine ich, Alter. Du brauchst unbedingt. Hier, guckt euch das mal an. Hier muss ein Gürtel hin. Das sieht so scheiße aus, wie hier der Pinguin von Batman aus. Geil. Mach das jetzt aus! Nee, mach ich nicht. Ich will jetzt hier noch ein bisschen Making filmen. Vor allem, das sieht auch mal besser aus irgendwie. Naja, also das sieht jetzt auch im Akt. Oh, da ist noch ein N von Pom Weimer. Zeig mir bitte dieses. Wo denn? Jetzt zieh mal deinen Gürtel aus, wir rapen dich jetzt. Okay, ich film mich jetzt, wie ich den Gürtel raufmache. Ach fuck, ich muss das immer festdrehen. Was ist das? Das riecht schon so beißend. Das ist dein Leder. Das ist schon echt. Boah! Den habe ich hier vorne. Boah, Alter! Der ist nämlich ein bisschen ausgefranst. Da ich den aus dem Lederding rauskommt. Mit Panzertape, Alter, fixiert, damit er jetzt wieder ganz schön aussieht. Das ist ja übelst. Ey, ich muss es wirklich mal filmen. Warte, ich will das filmen. Die erste Erfindung des Menschen. Ach scheiß, war rangezoomt. Die Peitsche. Wie will das? Was ist das übel? Das habe ich nicht verstanden. Boah, ja, wie kriegt so, man den zu? Zu dick kann das sein? Nein, irgendwie nicht. Das kann nicht ist sein. Ist das ranzig? Wenn du den anhattest, passt der mir auf jeden Fall. Ich hatte den, glaube ich, noch gar nicht an. So, Konrad. Ach, Ratte-Rakete-Ton. Das ist schon Radoma besser. Geht aber es sieht trotzdem irgendwie. Vor allem die Kapuze ist so ranzig. Die ist übelst schief. Ja, übelst verschimmelt. Übelst verschimmelt. Los, ist übelst verschimmelt. Jetzt mach das aus.